Wir sitzen heute hier mit Justin Winter, Schlagersänger aus Delmenhorst. Hallo! Hallo Justin, schön, dich heute im Interview zu haben. Gerne. Justin, du hast bei Immer wieder Sonntags jetzt schon zum zweiten Mal dich gegen einen Mitbewerber durchgesetzt. Hättest du damit gerechnet, dass du so weit kommst? Nein, Dennis, ich bin ganz ehrlich, überhaupt nicht. Mein Ziel und mein Traum war es seit 5 Jahren, seitdem ich Musik mache, einmal zu Immer wieder Sonntags zu kommen. Und das habe ich vor 2 Wochen tatsächlich das erste Mal geschafft. Dann habe ich auch noch ganz überraschenderweise gewonnen. Zwar nur ganz knapp, aber 51%. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich habe die vorherigen Tagessieger vom dreimaligen Tagessieger einfach vom Thron gestoßen. Wahnsinn. Und dann durfte ich letzte Woche schon wieder hinkommen und dann habe ich schon wieder gewonnen. Und das mit sogar 74%. Dafür nochmal vielen, vielen lieben Dank. Und ja, und jetzt darf ich kommenden Sonntag das dritte Mal schon wieder dahin. Also Wahnsinn. Also ein Traum geht in Erfüllung für mich. Daran sieht man, man sollte an seine Träume auf jeden Fall festhalten. Man soll dafür kämpfen und ja, Wahnsinn einfach. Nun stehst du ja am Sonntag im Halbfinale. Was glaubst du, macht deine Musik so populär bei den Leuten? Vielleicht, dass ich selber bleibe, mich nicht verstelle, dass ich, wenn ich durch die Stadt gehe, genauso gleich bin, als wenn ich, sag ich mal, auf der Bühne bin oder halt anders. Also ich würde mich niemals irgendwie verstellen oder sagen, ich bin jetzt irgendwie, weiß ich nicht, was Besseres oder irgendwie was. Es stimmt ja gar nicht, weil wir sind alles nur Menschen und auf jeden Fall, ich bleibe einfach zu 100% ich und ich glaube und ich denke, das kommt vielleicht auch zu Hause authentisch rüber. Wer ist denn dein Publikum? Sind das eher ältere Leute? Das kommt eigentlich darauf an. Natürlich ist die Hauptzielgruppe natürlich die ältere Generation, das auf jeden Fall. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch viele Fans und auch viele Befürworter, die jünger sind, die Anfang 20 sind, sogar 10-, 11-Jährige. Also, ja, also wenn man so will, eigentlich querbeet eigentlich alles durch. Merkst du bereits, dass du durch die Auftritte in der ARD-Sendung jetzt mehr Aufmerksamkeit gewonnen hast? Ja, das auf jeden Fall. Natürlich ist es ein Millionenpublikum, was diese Sendung guckt. Und irgendwoher muss ja also im Prinzip das Publikum schon herkommen. Und ja, also es ist tatsächlich so, dass ich beim Einkaufen darauf angesprochen werde, dass ich viele Interviewanfragen bekomme, per Zeitung, aber auch per Radio, per Fernsehen. Also das ist schon Wahnsinn, was gerade passiert. Klar, es sind so 2,5 Millionen, 3 Millionen Zuschauer vom Fernseher. Und ja, also es kommen viele Interviewanfragen, viele Autogrammkartenwünsche, viele schreiben hier bei Facebook und das ist einfach der Wahnsinn. Damit hätte ich niemals gerechnet, dass ich echt irgendwann, sag ich mal, in so eine Sendung schaffe und dann tatsächlich auch noch gewinne. Ja. Justin, du bist ja ein junger Mann, gerade erst 24 Jahre alt. Wie kommt es, dass du keine Musikrichtung machst, die man eher mit deinem Alter verbindet, wie Hip-Hop oder Rock? Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich mit dem Schlager aufgewachsen bin. Ich habe die Liebe zum Schlager ganz früh entdeckt durch meine Oma und durch meinen Papa. Und bei mir fasziniert so der Schlager, dass die Texte, sag ich mal, ist alles ein bisschen übertrieben im Schlager. Das ist die Melodie, es ist alles gute Laune. Ich sag mal so, wenn du einen Schlager irgendwo hörst, du hast gleich automatisch gute Laune. Und das fasziniert mich am Schlager so. Und für mich ist klar, Deutsch zu singen, weil ich bin Deutscher und ich finde es eigentlich ganz wichtig, in der eigenen Landessprache zu singen. Wenn man mal zum Beispiel beim Eurovision Song Contest guckt, die Franzosen singen Französisch, die Türken Türkisch, die Russen Russisch und ich finde, wir Deutschen sollten auch Deutsch singen und nicht immer dieses Englische und das Internationale, weil ich finde, wir haben so eine schöne Sprache und da sollten wir auf jeden Fall viel mehr, sag ich mal, mitmachen und in letzter Zeit ist ja wirklich der Trend ja eher zur deutschen Sprache durch Sarah Connor, Mark Forster etc. Und natürlich der Schlager, Helene Fischer, Beatrix Egli, haben den Schlager allgemein ein bisschen verjüngt. Was möchtest du noch erreichen? Was ich noch erreichen möchte, natürlich würde ich gerne mit der Musik mal, sag ich mal, Geld verdienen, also sag ich mal, mein Hobby zum Beruf machen. Das ist für mich eigentlich so mein Ziel, was ich mir eigentlich gesetzt habe. So wie, glaube ich, jeder, der Fußball spielt privat im Teenageralter oder Handball oder Badminton und sich vielleicht erträumt, sag ich mal, vielleicht mal entdeckt zu werden, hoffe ich halt irgendwann richtig entdeckt zu werden und damit halt leben zu können, davon leben zu können. Justin, vielen Dank, dass du heute bei uns im Interview warst. Gerne. Wann ist die Sendung am Sonntag? Genau, die Sendung ist am Sonntag um 10:03 Uhr live auf der ARD. Alles klar, also votet fleißig für Justin, Leute.
Genau, nochmal vielen, vielen lieben Dank an alle Dame Horster und an alle weiteren, die für mich abgestimmt haben. Das macht mich wirklich richtig glücklich. Und ja, ich hoffe, dass ihr auch noch ein drittes Mal für mich abstimmt, denn dann wäre ich im Finale von Immer wieder sonntags am 27. August. Also, Sonntag, 10.03 Uhr, ARD, Justin Winter, ein Sommer zum Verlieben. Tschüss. Tschüss.